Wir leben im Zeitalter der Massenproduktionen, von der Zahnbürste bis zum Fertighaus. Das Handwerk, anno dunnemal noch en masse, vom Schuster bis zum Bäcker in jedem Dorf vertreten, wird weniger. Allerdings immer mehr zum bestaunten Objekt. Ja, oft zur Kunst. Handwerk in der Eifel, das interessiert uns immer. Und wir sind heute in der Schmiede von Norbert Trösch in Udenbrenn. Sie sind aber jetzt natürlich kein normaler Schmied, wie man so sagt, sondern Sie haben sich schon ein spezielles Feld ausgesucht. Und zwar Damast. Da denkt man ja immer zunächst an Häkeldeckchen. Ne? Die Häkeldeckchen, die haben ja zum Teil ja auch solche Muster in der Häkelform. Und das ist schon eine Parallele festzustellen zwischen den Klingen eines Damastschwertes und einem schönen gehäkelten oder einer Brüsseler Spitze, ist ja grundsätzlich dasselbe. Ne? Das Muster, kommend aus Damaskus, hat dem Stahl seinen Namen gegeben. Damaszenerstahl besteht aus mehreren und unterschiedlichen Eisen- und Stahlsorten, die, um es laienhaft auszudrücken, immer wieder gefaltet, erhitzt und wieder gefaltet werden, bis aus 8 unterschiedlichen Schichten über 100 Anordnungen entstanden sind. Ja, jetzt schauen wir mal bei der Arbeit zu. Ja, ich habe hier ein Paketchen vorbereitet. Das sind Reste von einem Flug, ich will die Firma nicht nennen, eine sehr gute Firma. Die machen die sogenannten Rester, nennen wir das. Das sind die krummen Leitbleche, die diese Furche rumdrehen. Die müssen ja oft jahrelang hinterm Flug bleiben. Die werden ja nicht alle 14 Tage ausgewechselt. Die sind hochverschleißfest. Und hier ist das Prinzip von dem Damastschwert auch. Hier mittendrin, in dieser Stahl, ist eine Lage, das ist ganz normaler kohlenstofffreier Baustahl, sagen wir mal so. Und außen aber hochlegierter Stahl, der sehr verschleißfest ist. Diese Schicht hier ist 7,5 mm dick, aber die einzelnen Schichten nur 2,5. Jetzt kommt's, da mache ich ein Paket durch. Ich habe aber jetzt hier in diesem dickeren Stück hart, weich, hart. So. Und hier ist das aber umgekehrt. Außen liegen die guten Schichten und innen die weichen Schichten. Jetzt kommt aber ein ganz fatales Ding, wer das nicht kennt, der weiß es auch nicht. Dieser nicht legierte Stahl, also der keinen Kohlenstoff hat, der hat die Schmelztemperatur 40 bis 60 Grad höher wie der gute Stahl. Wenn ich den jetzt außen mache, ich will das ja im Feuer verschweißen, muss ich außen den guten Stahl, damit er nicht verbrennt, schützen durch diese Schicht, die später weich wird, dass sie sich verbindet mit dem anderen. Also muss ich das Paket so aufbauen, außen weich, dann kommt hart, weich, hart, weich, hart, weich. Und hinten auch wieder, außen weich. Hätten Sie es gewusst, ehe das Messer zum Messer wird, ist es, wie gesehen, nur ein kleiner Block, dessen Bestandteile unterschiedlich hart sind. Dort wie kommen ins Damastmesser die Muster, den Unterschied zu einem normalen Messer ausmachen. Und um die Muster jetzt zu beeinflussen, kommt es darauf an, wie ich die abschmiede. Da gibt es also hier in diesem Ding hier, das ist eine sogenannte Leiterdamast. Da wird von beiden Seiten mit einem sogenannten Falzeisen, also wie einem Waschbrett, von beiden Seiten so eine Wellerform drauf geschmiedet. Aber nicht so dünn, dass das jetzt so zur Klinge schon reicht. Diese Dellen, die werden nachher abgeschliffen, nicht mehr flach geschmiedet. Und dann kommt die ganzen Schichten, die jetzt in der Delle liegen, die kommen wieder ganz anders zum Vorschein. Und das erreiche ich, wenn ich nachher bei dem Fertigschmieden der Klinge nicht das Paket jetzt so rum, also runterschmiede, sondern also praktisch hier diagonal. Da kommt dieses einfache Muster, ganz einfach und wunderbares Muster. Und die ganzen Schichten, die stehen jetzt immer schräg zur Schneidepunkt unten. Ich muss ja darauf achten, dass unten in der Schneide auch ein harter Stahl ist. Nachdem das Schmiedefeuer mit Stein und Holzkohle angeworfen worden ist, wandert unser Block in das Feuer. In glühender Hitze beginnt der erste Schmelzgang. Bis das glühende Material erstmalig auf dem Amboss landet, wo es zunächst per Hand und später mit einer Art Hammermaschine bearbeitet wird. Aus dem Block wird langsam eine Schneide, die dann
erstmalig bearbeitet wird und genau in der Mitte einen Steg erhält und zum ersten Mal gefaltet wird. Und dann geht es wieder in die Esse, um anschließend wieder bearbeitet zu werden. Fazit: Unser unvollendetes Messer besteht schon aus 68 Schichten. Und wieder geht es ins glühende Schmiedefeuer und zurück auf den Amboss, wo weitere Schichten entstehen. Und dieser Vorgang wird noch mehrmals wiederholt. Die Zahl der Schichten verdoppelt sich. Langsam nimmt das Messer Gestalt an. Und so sieht nach dem Schleifvorgang das fertige Messer aus. Ja.